So, lass nochmal eine Runde Megaloot spielen. Wir spielen eine Runde mit Pren. Wir nehmen ein bisschen Angriff mit und ein bisschen AP-Werte. Ich habe das Gefühl, sie ist sonst sehr hart. Bekommen dafür aber weniger Gold natürlich. Hier könnte man die Gegner noch stärker machen, aber... ich denke, das ist zu böse. Wollen wir machen, jede Kampf hat 6 Gegner, lieber nicht. Und go. Okay, wir starten ganz am Anfang ein. Pren ist sehr entspannt. Ja, hast jeden Slot mit dabei. Hier ist direkt mal ein bisschen Rüstung. Zack. Machen wir die Ledermaus weg. Dann würde ich wahrscheinlich direkt mal die Kiste kaputt machen. Oh, ein Amulett direkt. Mit Erholung und Gesundheit. Den Hammer holen wir uns. Ich würde den Hammer spielen wahrscheinlich sogar. Mal den kaputt. Der ist ausgewichen, der Linie. Bumm. Bumm. Dann können wir den Hammer schon updaten. Ist das hier dann Magic Damage? Wahrscheinlich. So. Dann haben wir den kaputt. Das Ding ist, wir ignorieren die Rüstung ja ein bisschen. Springen wir die Runde, haben wir den weg. Na, die ersten Runden sind wir sehr entspannt. Zieht aber sehr schnell an, muss man sagen. Sehr, sehr schnell. So. Fledermaus. Sehr gut. Ich überlege, ob ich jetzt schon mal ein bisschen rollen soll. Ui. Wäre schon ganz nett, ne? Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich den trage. Ich habe noch nie diesen Stab getragen. Habe ich jetzt im Endeffekt Magic Damage mit dabei? Auf meinen Angriff ein bisschen? Oder ist aber nur mein magischer Angriff erhöht, wenn ich jetzt Spells casten würde? Das Amulett hier ist nice. Das hielt mich schön mit hoch. Klingt leider sehr ekelhaft, das Geräusch. Ne? Der macht mir 2 Schaden, ich habe 9, das ist nicht so wild. Das Amulett ist nice. Schön viel Heilung mit dabei. So. Ich werde mal kurz runterrollen eine Runde. Schuhe. Das Holzset haben wir ja schon. Ne? Okay, ein blauer Hammer. Let's go. Dann blocke ich diese Runde, die Angriffe. Ich muss auf jeden Fall diese Frösche schnell töten, damit die keine Rüstung auf die Gegner machen. Zack. Leute, ich habe so viel Gold, ne? Ich bekomme die ganzen Magic-Stäbe. Okay, mythischer Hammer. Packen wir ein. Dann sollte der ziemlich gut kaputt gehen, ne? Weil wir viel Rüstung haben. Ah, die Fledermaus macht mehr Damage. Die Fledermaus. Ja, der geht sehr gut down jetzt. Wunderbar. Fledermaus weg. Skippen wir. Und bumm. Okay, bei denen ist es so, wir haben hier diese Fee dabei. Und die hat einen Frostschlag. Und dieser Frostschlag ist unglaublich böse. Weil wenn wir den bekommen, haben wir einen Debuff drauf, dann machen wir gar keinen Damage mehr. So 0,0. Die Runde blocke ich, dann haben wir den weg. Bumm. Und den. Und jetzt haben wir eine Death Note bekommen. Das ist ganz lustig, wenn im Game, wenn Leute sterben, kannst du eine Notiz hinterlassen. Und wenn Leute bei der Runde sind, bekommst du die Notizen von den Leuten. Und die kann man verkaufen für ein Gold. Heilungskraft. Das bringt uns nicht so viel, ne? Wir brauchen aber relativ bald. Junge, der Schaden von der Fledermaus habe ich unterschätzt. Brauchen dringend eine Rüstung bald. Das Gute ist dieser Selfie. Er klingt zwar super ekelhaft, wenn ihr hört das.
Okay, wir haben da Rüstung. Ich meine, der gibt mir halt Weisheit. Das Problem ist... magischer Schild. Warte mal. Während er aktiv ist, blockt er jeden Schaden und zerbricht dann und wird inaktiv. Magischer Schaden zerbricht ihn nicht. Das ist so ein Anti-Magic-Schild-Ding, oder wie? Der jeden Schaden und zerstört dann, wird er inaktiv. Ich nehme ihn mal rein. Mal gucken, was passiert. Ich kann auf jeden Fall hier... magischer Blitze. Da braucht man einen angriffsstarken Stab, damit er... Sollen wir das mal mitnehmen? Ich habe gerollt wieder. Ich habe... ich sage ja nicht, wie es ist, aber ich verdrücke mich jedes Mal und roll. Aus Versehen. Dann nehmen wir es doch nicht mit. Dann hauen wir erstmal den Frosch. Das Ding ist, wenn wir den Frosch nicht weghauen, haben sie Rüstung, aber der macht 18 Damage hier, ne? Wir müssen erstmal den weghauen. Das Wichtigste. Die Fledermaus sind so gut wie ein One-Shot für mich, deswegen. Springen. Ich kann leider nur noch reinhauen jetzt. Ich habe keinen Mana mehr. Aber ich habe ja Selfie, ne? Seht ihr? Der macht 5 Damage. Wir müssen leider so leben mit. Sehr schön. Elite-Runde durch. Hier haben wir Einsicht dabei. Jetzt können wir nämlich was aussehen, was wir mitnehmen. Die Anzahl der magischen Blitze in der ersten Runde. Verbrauche bei einem Angriff alle Stapel, damit dein magischer Angriff... Ich habe halt keinen magischen Angriff, oder? Sehe ich es falsch? Hier haben wir Giftigkeit. Das heißt Giftigkeit. Wendet einen Stapel Gift auf einen Treffer an für jede Giftigkeit. Damit würden wir halt droppen. Oder sehe ich das richtig, dass ich dadurch magische Blitze bekomme? Ich nehme es mal mit. Mal sehen. Wir nehmen es aber mit. Sephiron, jetzt können wir ein Set aussuchen für den Shop. Magischer Schaden wird erhöht. Packen wir auch mit ein. Okay, wir haben jetzt hier Blitze. Ich gucke mal, ob es funktioniert. Oh. Also ich mache dem jetzt Damage und dadurch kommt Blitzschaden raus, oder wie? Anscheinend, ja. Die Frage ist bei dem Blitzschaden. Ignoriert der Blitzschaden zum Beispiel Rüstung? Das würde mich mal interessieren. Leute, ich habe super viel Gold, ne? Ein Helm. Hier ist ein Ring mit Lebensraub. Da bin ich ja nicht ein Freund von. Den nehmen wir mit. Und hier ist eine Zauberkappe. Kostet aber super, super viel. Da würde ich halt alles verlieren jetzt. Ne? Magic Damage steigt damit, aber dann haben wir die Heilung nicht mehr. Aber hier können wir die Schuhe buffen. Und die machen auch noch den Magic Damage hoch, ne? Das Spiel ist auf jeden Fall sehr entspannt, ja. Aber hat er... ich bin jetzt nicht sicher, hat er jetzt Magic Damage gemacht damit? Da müssen wir nächste Runde nochmal reinschauen. Oh, hier ist auch jemand gestorben. Er schreibt nah. wir haben 7 Damage. Den weg. Sehr gut. Also wir testen jetzt mal rein. Ich mache jetzt mal den Damage. Also müssten wir jetzt 12. Ein bisschen mehr 12 machen, oder? 9. Okay, leider verstehe ich das mit dem Blitz noch nicht so ganz. Der tut mir so weh, ne? Diese Dinger sind so böse. Die machen so unglaublich viel Schaden. Okay, magischer Ring.
meine, hier ist ein guter Helm. Ah, ich habe leider das Limit erreicht wieder, ne? 12, 12. Dann buffen wir die mal hoch. Hier ist ein verbesserter Lebensraubring. Und tauschen wir den mal. Goldene Hosen können wir auch noch usen, weil das Set haben wir eh schon voll. Das Set hier mit der Krone. Und dann kann ich vielleicht noch was umwandeln für Rüstung. Zack. Dann blocken wir die Runde. Dann versuche ich erstmal den hier wegzuhauen. 12 Damage. Ich verstehe diese Blitze nicht, ehrlich gesagt. 8 Gold hat mir geklaut, der Lümmel. Und jetzt ist er weggerannt. Das ist der schlimmste von allen. Wieder gestunt. Ich wurde dreimal gestunt ineinander. Qualle. Bam. Das Ding ist, ich habe halt Lebensraub. Ihr seht es. Also auch wenn ich Damage bekomme, ich heile mich wieder mit hoch. Ah, es tut ja trotzdem weh, ne? Weil wir haben nicht so viel AP. Tatsächlich. Den Frosch erstmal weghauen. Bumm. Nein, der klaut mein Gold wieder, der Lümmel. Ich mache leider nicht genug Damage gegen den. Er nimmt alles weg. Hier ist nochmal ein Lebensraubring. Ich könnte den verkaufen und dafür den holen. Der würde sofort sterben. Leute, ich verstehe immer noch nicht diese Blitze. Jetzt verstehe ich die Blitze. Wenn ich einen Magic-Angriff mache, macht er, glaube ich, 200% mehr Schaden am Anfang. Kann das sein? Na, blocken, damit ich den hier wegtauen hier. Sehr gut. Dann machen wir erstmal den weg. Springen wir, der wird mich aber blocken. Und down. Ich habe 31 Gold nur, ne? Erstmal den weg, weil der macht ein Schild auf alle rauf. Das wollen wir nicht. Dann den. Ich könnte auch mal wieder was umwandeln, ne? Ich glaube, ich muss einfach legit mehr Sachen umwandeln, tatsächlich. Ich glaube, das ist ein großes Problem von mir noch. Anstatt zu überspringen, muss ich jetzt im Endeffekt umwandeln, irgendwie hier das Ding, damit ich dafür Rüstung kriege. Au. Aua. Holy, ich habe mich wieder fast selbst getötet. Ich komme an diesen Mobs nicht vorbei. Ich komme an diesen Mobs aber nicht vorbei, Leute. Die tun so weh. Weisheit. Hier ist nochmal gute Rüstung, ne? Die wandeln wir mal um. Dann nehmen wir... Lass uns mal die Seite hier weg. Sehr gut. Jetzt darf ich wieder angreifen. 17. Ich glaube, die kriege ich beide nicht down. Ne? Aber ich habe ein bisschen Lifestyle. Ich hiebe mich wieder hoch, wenn ich jetzt Damage kriege. Okay, ich glaube, das ist der Play. Wir müssen öfter rumrollen und öfter die Dinger... Oh no. Aber die Dinger umwandeln, damit wir ein bisschen mehr Rüstung und Armor kriegen. 30 Rüstung. Wait, den brauche ich. Der kostet aber 300 Gold. Gute Nacht. Der wäre vielleicht für nächste Runde was, ne? Gleich kommt Elite-Runde. Bin ich jetzt tot, wenn ich den angreife? Die große Frage.
Zum Glück nicht. Holy moly. So. Elite Round. Wir wandeln um den hier. Damit wir direkt mehr Rüstung haben. Dann blocke ich einmal. Ich könnte... Hier wäre 4 Rüstung, 60 Vermeidung. Die wandle ich auf jeden Fall um, weil ich dann super viel ausweiche, diese Runde. Ich meine, ich kann ja alles wegrollen, anstatt zu überspringen. Guter Crit. Phantombuch. 30 Glauben und magischer Angriff. Wandle ich Lebensraub rum. Ja gut. Ich mache erstmal diese Seite hier durch, würde ich sagen. Bei den Elite-Runden, ich muss einfach, ne? Hallo Stamina, mir geht's super. Vielen Dank. So, mit denen weg. 100 Spell-Damage habe ich gerade gemacht. Das war viel. Ja, ich glaube, die Elite-Runden muss ich einfach komplett Gold ausgeben. Oh. Es ist aber nur plus 4 Rüstung, ne? Ich habe auf jeden Fall hier jetzt ein Magic-Item drin. Magic-Angriff. Bin mir nur nicht sicher, wieso. Bin immer noch am Lernen ein bisschen. Magischer Angriff. Ich check gar nichts mehr, Leute. Das Game bockt, aber ich bin super verwirrend, weil es gab leider auch kein Tutorial. Ne? So, jetzt haben wir es. Jetzt mache ich so viel Schaden. Okay, nächste Runde. Weisheit, Kraft, Blenden. Nach dem Auflösen vom Funkeln Ziel, Blendschaden zu erhöhen. Und Kraft ist einfach nur jeden Angriffsschaden. Das ist big. Und wir nehmen hier mit Fleisch. Elanschlag. Ich meine, ich heile schon ein bisschen, ne? Und jetzt habe ich wieder keinen Magic-Angriff. Bin sehr verwirrt. So, Schuhe. Ich müsste eigentlich dringend mal meine Waffe austauschen. Die ist schon sehr weak, muss man sagen. Einen Helm, den kann ich nicht tragen, weil mir das der Set-Bonus dann fehlt. Na gut. Die ersten Runden sind sowieso sehr entspannt. Ne? Habe ich nicht gesagt, die ersten Runden sind entspannt? Der sieht ziemlich böse aus. Und der klaut mir super viel Gold weg. Und ist weggerannt. War ein Frechdachs, ey. Der nimmt Gold und geht. Ich kriege nicht mal Loot von dem. Der geht einfach. Das war ja super frech. Die haben mir alles Gold genommen und sind reingehauen. Die Lümmel. Okay, ich kann auf jeden Fall meinen Hammer einmal updaten. Ne? Ist schon mal gut. Doppelangriff ausweichen. Aber ich habe sie trotzdem getroffen. Okay, Hammer haben wir auf jeden Fall... Sehr gut. Ich muss sagen, nachdem ich alle Gegner auf Elite und 6 Gegner pro Kampf gestellt habe, läuft es besser. Ich schwimme im Gold. Müssen wir gleich mal gucken. Nach der Runde. Ja, wir blocken mal rein. Sehr gut. Aber... Na gut. Na gut, die Mobs waren easy, ne? Das ging. Was bist du denn? Verwirrungsschlag.
Füge Verwirrung zu. Mal geblockt. Er sagt, jetzt habe ich wieder Schützen drinne. Gerade eben meinte er, ich habe keinen Schützen mehr. Kann ich nicht mal hier machen? Sehr gut. Fehlt so ein bisschen Z-Boni, ne? Sehr schön. Okay, hier ist wieder der Böse. Wenn ich den jetzt attacke, bin ich wieder One-Shot, oder? Na, zum Glück nicht. Ich nehme die Rüstung mit. Okay, er ist down, sehr gut. Die Rüstung mit. Aber den weg. Und der will mein Gold wieder nehmen, ne? Oh, ich habe einen Omni-Ring gefunden. Sehr geil. Maximale Gesundheit. 12 und 7 Weisheit. Das ist sehr cool. Also der macht auf jeden Fall mehr Damage. Dann haben wir erstmal den kaputt. Boah, ich finde diese Leute, die mein Geld klauen, echt ein bisschen nervig. Leider gestehen. Ich bin verwirrt. Jetzt verfehle ich alles deswegen. Und der rennt weg. Ich kann nur eine Menge umwandeln. Ne? Zack. Ich glaube, der Play ist wirklich dieses Umwandeln, Leute. Mit dem Umwandeln kommen wir wirklich weit. Muss man sagen. Immer in der Dev-Runde einfach eine Sache umwandeln und dann... Gib ihm, ne? Ich glaube, den brauche ich gar nicht angreifen, weil... Der rennt sowieso gleich weg, ne? Ja. So, den noch schnell. Sehr gut. Legendäre Hungerklinge. 78 Gold. Ich überlege, ob ich die mitnehme. Ah, da haben wir schon Level 2, ne? Ihr seht, die Items können leveln. Ihr habt dann nebenbei so eine Levelleiste. Deswegen... Barriere macht er. Machen wir das mal so. Ja, der blockt nämlich einen weg hier, der Mob. Aua. Der muss ganz schnell sterben. Sehr gut. Dann warte ich nochmal die Schuhe für ein bisschen Crit-Damage. Die Schuhe für ein bisschen Rüstung. Sehr schön. Langsam läuft es besser. Oh no. Die beiden. Ich behalte mal diesen Hammer. Ich finde ihn gut. Tatsächlich. Es lohnt halt gegen die nicht mal was zu machen, oder? Guck mal, die rennen einfach weg. Und ist vorbei. Elite-Runde. Ich habe Angst. Also. 22, der mit 22. 7. Aber eine Rüstung macht er. Ich werde erstmal den weghauen, glaube ich. Ich kann halt keinen wirklich weghauen. Aber geschützt. Okay, alle Stunts sind durch. Der Schleim hat nicht dreimal durchgestunt. Aber die Elite-Runden sind böse. Holy moly. Okay, der ist schon mal down. Ich wette, den, der hat 140 Rüstung. Das heißt, der wird mich wahrscheinlich so oder so gleich one-shotten. Die Rüstung war wichtig. Ich habe schon viel Damage jetzt. Boah, war das knapp. Ich kritte den, da habe ich mehr Lifesteal. Dann schütze ich eine Runde. Kriege ich weniger Schaden. Dann hoffentlich den wegkritten. Sehr gut. Heilkraft, wieso nicht? Eine Heilung ist sehr gut bei mir.
Und der ist weggerannt. So, jetzt ist das Problem. Wenn ich den angreife, und die haben mich immer gewone-shotet bisher. Ich komme an diesen Mobs nie vorbei. Ich werde mal Rüstung aufbauen. Wenn ich den jetzt angreife, töte ich mich selber. Nee, es ging. Tatsächlich. Doch. Ihr habt's gesehen, ne? Ich habe so viel Schaden von dem bekommen. Oh, Max AP. Und der Holo. Das war wichtig. Zum Glück haben wir den gefunden, Leute. Der war so wichtig, der Helm. Boah, ist das knapp. Ich habe immer fast keine AP mehr, ne? Boah, war das knapp, Leute. Holy moly. Entweder Physical Damage. 30% Crit-Schaden. Wir critten aber nicht viel. Das ist nur Crit-Schaden. Dann nehmen wir Physical Damage, würde ich sagen. Und hier gehen wir wieder auf die Krone. Hexe. Oh, oh. Legendärer Ring. 30 Lebensraum hat er. Ich komme ja niemals auf 100 Gold, oder? Ich bin cursed. Verringert jede Heilung um 75%. Oh. Das ist nicht gut für mich. Das ist für mich gar nicht gut, ne? Der ist One-Shot. Ich hätte gern diesen Ring, aber ich glaube, da komme ich nicht ran, oder? Also wenn da später so eine Hexe kommt... Ich hätte so gerne diesen Lifesteal-Ring. Weil ich glaube... Das Gold kriege ich nicht zusammen. 104. Eine Robe. Kann ich verkaufen. Dann kann ich mir einen Ring holen. Geil. Wer bist du denn? Blutghoul. Oh, der hat Lebensraum drauf. I see. Mit dem mal weg. Ja, der wird sich immer gegenheilen, so ein bisschen. Aber ist down. Wunderbar. Mein gut, ich habe gerade mein ganzes Gold ausgegeben. Ein Glück, Leute. Hier sind nämlich wieder die Golddiebe. Ich meine, die Rüstung wäre ganz gut zu kaufen eigentlich, ne? Der klaut mir gleich wieder alles weg. Zack, zack. Und dann rennen sie davon. Die Lümmel. Und das sind die blödesten Mobs, echt. Die sind sehr frustrierend. 11. 20. Ein Steingolem. Macht einfach nur Damage, hat nichts Besonderes. Gehe ich erstmal auf den mit drauf. Damit bin ich hier wieder einer, der Sachen klaut. Der Lümmel. Ah, Damage ist aber gut mittlerweile von uns. Ne? Mein Hammer ist gut hochgelevelt. Level 2 bei Level 3. Das ist auch bei Level 2 das Ding. Ich meine, den brauche ich gar nicht angreifen. Wir müssen eigentlich nur den zerstören. Guten Lifesteal habe ich aber. Das war trotzdem knapp, glaube ich. Das war super knapp. Bin ich jetzt dead? Der hat... Ja, ich bin dead. Jetzt haben wir noch eine Geistrunde. Ja, das Ding ist, ich habe so viel Gold verloren. Dann werde ich einmal blocken. Ich glaube, es war meine Problematik.
Nehmen wir Lebensraum mit dieser Runde. Zack. Und jetzt kommen hier der Lümmel rein. Genau, eigentlich brauche ich den gar nicht angreifen, oder? Weil der wird sowieso echt wegrennen, deswegen. Holy mein AP. Bitte renn weg. Normalerweise ist er immer weggerannt. Okay, jetzt ist er weggerannt. Sehr gut. Boah, ich kann nicht greedy sein, ne? Okay, ich bin dead. Aber es war bisher die beste Runde. Mit Fran. Jeez, aber der Golem am Ende hat mich komplett weggehauen. Umwandeln, also ich denke, richtiges Umwandeln ist auf jeden Fall der Play in dem Game hier.